Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Spiel des Lebens. Mit dabei ist der Thomas und der Chris, wie immer. Wie kann es auch anders sein? Hallo. So, das ist die letzte Folge in diesem Jahr. Und ich habe meine Webcam jetzt nicht eingeschaltet, ist egal. Ding. Könnte ich theoretisch immer noch machen. Ich mache während dem Video meine Facecam an. Das habe ich auch noch nie gemacht. So. Jetzt seht ihr mich da rechts oben. Thomas von Damm. Also, habe ich ja nicht viel verpasst. Also, verpasst, ja. Ich bin Profi schon. Zählt das überhaupt? Nein. Mir wird's blöd. Also du machst wieder den Uni-Weg. Also wir haben aus der vorigen Folge gelernt, Geld ist das Wichtigste. Ja. Deswegen mache ich es genau anders. Ich kann mit Pleite gehen, nur weil ich versuche Geld zu machen. Ich muss aber Schad dran kennen. Genau. Ja, also jetzt habe ich sicher verloren. Ja, ich bin Zweiter. Im Moment kriege ich 40.000. Ja, aber 200.000 ist halt mehr. Das war aber so klar. Aber was soll ich machen? Entweder ich mache das, ja, oder ich bin scheiße. Ja. Nein, der hätte seinen Kredit aufnehmen müssen. So wie Chris 8 Kredite. Ja. Das war lebenswichtig. Also Chris fängt. Der Chris fängt dann mal anders an. Ach, der. Nimm mal damit, der ist die Bücher oder die Schweindel? Die Schweindelin da. Er hat einmal eine Schweinelkrone. Nimm sie, oh ja. So. Er nimmt die Sau richtig ran, du. So, weil ich mal gelernt habe, nehme ich mal dieses Mal ausnahmsweise die Universität. Bei besserer Job oder was? Würfel mal 3. Dann eh mehr Geld als wir, weil er ständig gegen uns gewinnt. Na. Die Sau warte. So, Bulling oder Schweinel? Jetzt überhaupt mal das Schweinel mitnehmen. Dann kennt man es nicht so andere nehmen. Ja, nimm mal das Schweinel. Ach, kein Bock 100.000 zu verlieren? Nee, noch nicht. Weil, das Wichtigste... Ich würde dann gerne 100.000 verlieren. Das Wichtigste ist Geld in dem Spiel. Oh, unnötig. Echt unnötig. Bringt mir halt nichts, weißt du? Naja, aus einem Wissenspunkt. Und jetzt kriegst du dann wahrscheinlich ein niedriger zu. Oh, mir ist gerade aufgefallen, ich und der Thomas haben dasselbe Bild. Ja, genau. Ist mir gerade aufgefallen. Hast du auch die Bilder genommen? Eigentlich habe ich was anderes genommen. Eigentlich habe ich das mit dem Skateboard genommen, keine Ahnung warum das jetzt so ist. Also entweder zwei Herzeln oder 80.000 oder 20.000 können. Ich war aber sehr niedrig zum Dran. Ich muss Vollgas machen, so wie ich. Geht schon eins. Okay. Das hat sich jetzt viel gebracht, bist du deppert. Drum hab ich schon gemacht. Ja, was macht er? Bleibt er Single oder geht er heiraten? Keine Ahnung, was er macht. 5. Jawohl. Bonus, Ferm selber. Er heiratet seine rechte Hand. Okay, wir brauchen heiraten. Da, schon, eins. Eins hat gefällt. Boah, ich bin endlich mal dran wieder.
Bitteschön. Danke. Sehr gerne. Hat sich ja ausgezahlt. So, wir überspringen das einmal. Ja, muss es auch nehmen. Wo ist denn schon wieder? 10. Geil. Ja, es kommt noch. Aktionen. Ich hab wieder bald Geld Sau. Nicht, dass es weggeht. Ich hoffe einfach, dass er ein paar Steuern zahlen muss. Na? Gib mir das, die Krone. Gib mir das Krone. Ja, ich weiß, dass Geld das Wichtigste in dem Spiel ist. Also insofern haben sie die Realität schon mal hervorragend wiedergespiegelt. Ist der Drummer gescheit? Ja, sind wir? Ist der Drummer gescheit? Er sei kein Karl. Na, entweder rechts. Astronom ist der beste Job. Habe ich aber nicht genug Intelligenz für. Sieben. Ein Schwein. Aber 800 Geld schon, bist du etwas. Das ist natürlich noch die Herzkrone. Nein. Geld ist alles, alles klar. Geld ist alles. Ja. Der gewinnt auch, weil er eine Million gleich schon hat. Bitte. Das gibt's auch nur Geld. Du Sau. Ja, ich tu heiraten. Also Gott kriegt. Gut, hast du nicht einmal ein Kind gekriegt? Na, bis jetzt noch nicht. Ja, das können wir auch überspringen. Ja, Herzi. So, Krone. Du brauchst nur eine, du Sau. So, wie viel kriege ich? 40.000, Dankeschön, dass ihr die Hochzeit finanziert. Danke. 5, 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 5
1, 2, 3. Aktion. Ich würde den ganzen Herz haben. Ja. Ich kriege gar nichts, ey. Scheiße, ey. Ich bin selber schuld. Nix da selber schuld, wenn ich weit hinten bin. Der Arschlöcher. Du ziehst das Geld vor, anstatt das andere. Soll der Thomas dieses Mal heiraten oder bleibt er Single? Er tut heiraten. Interessant. Ja, wir unbedingt Geld haben. Ja, das zahlt ja eh seine Frau dann alles. Stimmt. Ja, du warst gerade urabgehakt, Chris, bei mir. Echt? Mhm, aber extremst. Und jetzt kommt der Rode. Schau ja, wie viel zu schwach, dass er immer die besten Zahlen kriegt. Also kriegt das eigentlich von... Achso, ihr gebt mir beide das. Ah. Ja, wir zahlen für eure Hochzeit. Bitteschön, bitteschön. Aber ich zahle eigentlich drin schon wieder. Das Drama, richtig. Bonus. Jawohl, jetzt geht's ab. Aber ich glaube, in dem Spiel ist es auch so, wenn man letzter ist, ist es am besten. Weil dann kann man noch immer... Ja. Da kann man nämlich extremst viel Geld... machen. Der hat die Steuern jetzt. Der Bomben einschmeißen müssen. Wow. Und genau vorbei, geil. Arschloch so. Kleine Kinder. Sau, ja, Arschloch so. Dann sieht ihr eine Doku an. Ich sehe meine Doku an. Ich glaube, du wirst nichts mehr kriegen, Thomas. Ach was, überall Null? Schweine! Jetzt, ach, ich bin dran. Nichts mit mir wegen die Schweine aussteuern. Ich hab dich einfach nur beleidigt. Oh, hätte ich schon die Herzen nehmen. Oh. Ah, Wahnsinn. Das Spiel ist schon so geil. Jawohl. Ich schwer doch. Ne, was ich gegen noch mehr. Halbe Zehntel, ne? Ah, drei. Das gibt's. Das. Ah, schau, was hast du da? Ach, was war's? Ich kenne ein paar Bücher. Jetzt hast du noch eine Chance. Nein, ich habe später auch noch Chancen. Ja, ne. Und bei Zufall. Und bei Zufall hinfährst. Ja, da fahre ich bei Zufall hin, weil ich mag Kinder haben. Weil ich habe, glaube ich, noch nie Kinder in das Spiel gehabt bis jetzt. Ich glaube, das ist dann nicht verrückt, glaube ich. Nein. Ich glaube, das Spiel will mir was sagen, dass ich in echt auch keine Kinder habe. Echt nicht, zwar keine, aber komm, dreh ich mal. Nein, echt hätte ich schon gern Kinder. Es flattert mal das Herz. Ja, das ist schon 1 Million, was willst du denn Neues? 1, 1, 1, 1, 1, okay. Wer ist für 1 Million? Du, wer sonst? Nein. Doch, du hast eine Mille. Du hast eine Mille. Hab ich gar nicht drauf geachtet. Macht den Online-Kurs, er macht den Online-Kurs. Er will das Buch. Wird aber schwer. Na, ich will nicht das Buch, ich will den Job. Jawohl. Alter. Ja, ich weiß nicht, dass ich so viel Geld habe, weißt du? Das soll du rein gefallen. Oh, das kann man doch gar nicht mehr toppen. Schau, das ist eine Mille. Ja. Das kann man nicht mehr toppen. Jetzt kommt der Ekel. Was?
Ich bin der Einzige, was noch 500. Ja, was hast du gemacht, Michi? Du hast das Geld gelassen. Für ausgeben. Ja. Ernsthaft. Ich weiß was, ist mir scheißegal. Ja, wie schon. Ich mach's halt. Ich muss die Herzkrone klauen. Aber nicht du, wenn ich gehört dafür. Ja, scheißegal. Ich hol jetzt auf 400 schon. Geh schon 10. Danke. Fick dich. Was auch keine Kinder? Na. Ja, Glück gehabt, du. Mhm. Ah, jetzt bleiben wir die Herzkrone, das gibt's doch nicht. Ja, nimm. Na, ja, nimm sie. Nimm sie durch. Ich hab einen Kerl neben mir sitzen, aber egal. Dann sage ich nichts dazu. Danke! Ja, gib ihm Geld! Ich sage genauso viel wie vorher. Du hast gut investiert. Aber ja, fürs der Chris hat schon extrem Spart. Das kann oder Nummer sicher? Nummer sicher nimmt er, Langweiler. Okay. Oh, das ist deine Strafe dafür, dass du Nummer sicher gegangen bist. Alter! Na, ja, ich sehe schon. Am Ende hast du nur noch die Schweine. 5? Ja, das bringt sich jetzt auf viel. Ja, was weiß ich. Schau, dass du das Kinder kriegst. Geil! Er fährt vorbei, Anna. Ja. Aber dafür krieg ich ein Haus. Und 2 Schweine. Das ist der erste Abonnehmer. Das ist das Prinzip. Hoffentlich kann ich das in teuer verkaufen, weil der Chris und der Thomas, die haben wir schon gewonnen. Ich sag, der Chris gewinnt. No. Ich fahr auch vorbei, jawohl! Jawohl! Alle vorbeifahren! Keiner kriegt ein Kind! Schicksal! Oh Gott! Nein! Da kriegst du kein Kind! Mika! Nein, du musst doch mal drehen, weil es nicht zählt hat! Jetzt musst du mal gescheiter drehen lernen! Alter Mann! Also hier die Bücher genommen. Warum? Numenor. Da richtig, so wie ich. Schnell, da kommt die Hose, so wie immer. Rum. Ich bin dafür gleich nicht langweilig. Ich werde riskant nehmen. Und dann Steuer. Da flammen wir das Buch. So, Battle. Und du hast doch die Schweine. Wow. Ich bin am Zug. 1, 2, 1. Danke. Bitte, ich habe jetzt so wenig Geld. Du kriegst 720 aus dem Haus aus. Jetzt ja. Links. Ich gehe auf jeden Fall links.
Kannst du sicher sein, dann komme ich auf beide Steuerfelder. Das ist weird. Ich sag einfach nichts, ne? Ich halte meine Kurschen für den restlichen Part, oder wirklich. Die steuern. Hab viel gebracht. Geht schon 6. 3. 6. Er wirft nicht gescheit. Er tut nie gescheit wirfen. Aber ich hab die Steuern trotzdem. Ich hab immer noch über eine Mille, aber. Ich bin sowieso Dritter. Egal was ich mache, ich bin Dritter. Ich bin sicher nicht der Erste drin, oder? Wieso? Du hast sieben Bücher, Digga. Aber fast. Gut zum Typ, bleib ich schon stehen. Sind doch noch die Schweine. Ja, also das war. Da will ich wieder eins, ne? Sicherheitshalber. Aber jetzt hat er reinkommt. Also klingt das. Fick dich, Chris. Er ist wirklich. Doch, Marc, kannst du es dir aber nicht leisten, du. Na! Mach die Krone haben, das ist meine Krone. Ich riskiere alles dafür. Ob das Nummer 60. Er ist der König, du. Er ist ein armes Genie. Kommst du wieder drauf? Ich fass ihn nicht. Ich gönne, muss dir wieder hochgehen. Ja, Chris ist das erste ein Ziel. Es ist aber trotzdem 10.000 gewinnen, Chris. Ja, Chris hat gewonnen. Kriegst du sogar Geld von mir. Yeah, ich hab 110.000. Ich schmeiß die. Ja, Chris hat gewonnen, glaube ich. Hundertprozentig. Er würfelt jetzt um Geld. Ja, wir haben schon aus dem vorigen Part gelernt. Geld ist das Wichtigste. Oh, fick dich! Jetzt gewinnt der Sack erst recht. Ich finde, Geld hat einen viel zu viel hohen Wert in diesem Spiel. Ernsthaft? Herzen. Er hat alle 3 Kronen! Aber Thomas, musst du das sehen? Dank mein Gott, oder? Ich gehe mir das erkaufen. Ja, aber ich kann jetzt erst recht nicht mehr gegen dich gewinnen. Ich hab 10.000, ja. Aber Chris, ich kann nicht mehr gegen dich gewinnen. Ich hab keine Kronen, nichts. Ja, gegen Chris kann ich eh nicht mehr gewinnen. 10.000 oder mehr. Ja, Chris hat sowas so gewonnen. Das geht auch nicht. Also ich meine, du hättest gerne umgehen und ein Artefakt. Artefakt? Das ist ein Artefakt. Ja, ich bin halt ein anderen Spürers. Ja, Chris, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Wieso darfst du normal drehen? Weil ich noch nicht drinnen bin. Wenn du jetzt mal reinkommst, kannst du auch nochmal dran. Ja, Chris hat gewonnen. Verkaufen. Hoffentlich was Gescheites. Oh, ich hab sogar Queen gemacht. Wir haben eine Kleine. Anstatt dass er nochmal ein Schweinchen nimmt. Ah, 10.000 nur. 100.000 wären noch geil gewesen, aber ich hab sowieso verloren, der Chris hat gewonnen. Das
So viel Geld kriege ich jetzt auf die Bank. So, wer hat Geld insgesamt gewonnen? Ich, Chris. Der Chris. Er hat auch mehr Attribute. Chris hat gewonnen mit Abstand. Na. Oh ja. Er hat 3 Kronen. Er kriegt 400 Punkte pro Krone. Hab ich gewonnen? Ja! So geil! Egal! Oh geil, ich hab gewonnen, weil er mir die Krone geklaut hat. Ich hab gewonnen, dass er hatte Butter. Ich hab noch gewonnen, aber er musste sie mir klauen. Oh geil. Nur weil du mir die Krone geklaut hast, haben wir die Plätze getauscht. So geil. So, jetzt schauen wir uns noch die Bilder da an. Na, da fehlen noch 3 Bastelteile. Oh, da fehlen noch 2. Ich brauch nur 1. Dann habe ich. Da fehlen noch 2. Gut, dann würde ich sagen. Sehen wir uns mit Spiel des Lebens 2 im nächsten Jahr wieder. Ich hoffe, ihr verbringt das nächste Jahr. Hoffentlich wird das nächste Jahr gut. Feiert es recht schön. Und dann würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Und ciao. Wiedersehen.